des einen Glücks ist des anderen Pechs. Nun, ja, ich habe jetzt nicht nur einen Freund oder einen besten Freund, sondern auch einen Stern als besten Freund. Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Doch das Abenteuer war sehr, sehr anstrengend. Dann werde ich jetzt wohl mal nach Hause gehen. Und vielleicht werden der kleine Stern und ich uns ja irgendwann eines Tages wiedersehen und miteinander reden können. Ich würde mich freuen. Aber die Hauptsache ist doch, dass der kleine Stern überlebt und dass es ihm in Zukunft auch gut geht. Ja, das macht doch wohl eine Freundschaft aus, dass der eine immer an den anderen denkt, nicht wahr? Ja, diese Geschichte, die werde ich wohl meinen Lebtag nie vergessen. Achtung, Sturzflug! Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey! Ha! Ich hab's geschafft! Mit Sternenkraft! Ich bin wieder daheim auf meinem Planeten. Yippie! Wie schön! Wie wunderschön! Ich bin wieder daheim! Ja, so muss es sein. Oh Gott. Was bloß der Vater der Sterne sagen wird, wenn er kommt. Ja, wenn man vom Teufel spricht, nicht wahr? Da bin ich. Bitte, lieber Vater der Sterne, wenn ihr mich bestrafen wollt, dann nehme ich die Strafe an. Ich habe sie verdient. Aber ich habe auch aus meinem Fehler gelernt. Ja, das denke ich mir mal. Nun, durch meine Kugel konnte ich ja die ganze Geschichte sehen. Und ich bin stolz, dass du deine selbstgemachte Aufgabe, wenn man so will, auch gut gemeistert hast. Dankeschön. Deshalb werde ich dich ausnahmsweise nicht bestrafen, sondern belohnen. Was? Juppie! Juppie, juppie, juppie! Was denn? Was bekomme ich denn? Du wirst zu einem echten Stern. Heute Abend wirst du am Sternenhimmel funkeln dürfen. Wirklich wahr? Ach, wie toll, wie toll, wie toll, wie toll, wie toll. Ha, dann werde ich ja doch noch ein richtiger Stern. So, da sind wir. Na, kommt dir das Ding hier bekannt vor? Ja, der blöde Mond. So, jetzt müssen wir wieder angekettet, wie er sein soll, ne? Könntest du mich denn nicht vielleicht mal befreien? So ein bisschen? Ja, das könnte ja so passen. Das kannst du vergessen. So, du bleibst hier. Für alle Ewigkeit. So, und... oh, Moment. Ich glaube... Was denn? Komm ich doch noch frei? Nee, das kann ich knicken. Hey, ihr zwei Sterne da oben. Ciao, was gibt es denn? Ja, ich müsste mal kurz für kleine Eulen. Könnt ihr auf die Hexe aufpassen? Ja, sicher, das ist kein Ding. Oh, das ist aber sehr nett von euch. Ja, hey. So, bis gleich. Na, wenigstens ist er jetzt mal kurz weg. Auch wenn es nur zum Pinkeln ist. Aber seinen blöden Akzent, den hält man ja keine 10 Minuten aus. Wie soll das bloß weitergehen? Hey, ihr zwei Sterne, ihr zwei Schnuckis da oben. Ich hätte da mal ein Angebot für euch. Ich könnte euch helfen, auf die Erde zu kommen. Ihr müsstet mich nur von dieser blöden Kette hier befreien. Na, was haltet ihr davon? Weißt du, was wir dazu sagen? Nee, was denn? Vergiss es, Schnucki. Na toll, so ein Mist. Mann.
So kam also die Eule, pardon, der Riesen-Uhu auf den Mond. Doch wird Rabia für immer auf dem Mond gefangen sein? Oder wird sie es schaffen, ein zweites Mal zu entkommen? Nun, das ist eine andere Geschichte. Also dann, gute Nacht. Thank you.